Hier in Traunkirchen verbringt in den 20er Jahren Arnold Schönberg, einer der bekanntesten und umstrittensten Komponisten, seinen Urlaub. Sein Domizil ist das ehemalige Hofrichterhaus. Hier komponiert er und erholt sich von den Anfeindungen des Wiener Publikums. Der Komponist, seine Frau Mathilde und ihre beiden Kinder. Schon Jahre früher hatte die Familie am Traunsee Urlaub gemacht, im Gasthof Heusen unterm Stein in Gmunden. Es sind anfangs unbeschwerte Tage. Arnold Schönberg ist auch in der Sommerfrische immer umgeben von seinem Freundeskreis und seinen Schülern. Unter ihnen ist der junge Maler Richard Gerstl. Arnold Schönberg erhofft sich von ihm Anregungen für das eigene bildnerische Schaffen. Nur ein paar hundert Meter vom Heusen entfernt bezieht Richard Gerstl sein Sommerdomizil. Hier am Traunseeufer entstehen einige der wenigen Landschaftsbilder des jungen Künstlers, wie die schlafende Griechin, ungewohnt und auffallend im Stil für die damalige Zeit. Richard Gerstl porträtiert Arnold Schönberg, vor allem aber immer wieder Mathilde Schönberg. Irgendwann in dieser Zeit dürfte sich zwischen dem Maler und der 6 Jahre älteren Frau mehr als Freundschaft entwickelt haben. Die Idylle am Traunsee endet 1908 mit einem Eklat. Arnold Schönberg überrascht das Paar. Hals über Kopf verlassen Richard Gerstl und Mathilde Schönberg Gmunden. Die verstörten Kinder verraten es dem Vater. Es gibt kaum Berichte aus dieser Zeit. Der Gmundner Musikwissenschaftler Josef Moser arbeitet an einer Dokumentation über das Verhältnis, das Arnold Schönberg zur Verzweiflung brachte. Das war für ihn also zutiefst erschütternd. Die Beziehung hat sicherlich schon früher in Wien begonnen. Es gibt auch Hinweise, dass Schönberg von dieser Beziehung gewusst hat, sie auch toleriert hat, aber dann in der Konfrontation mit der Tragödie dann eigentlich also sehr, sehr gelitten hat darunter. Und Mathilde? Sie bleibt nicht bei Richard Gerstl. Wegen der Kinder kehrt sie innerhalb weniger Tage zur Familie zurück. Richard Gerstl verzweifelt bis zum Wahnsinn. Er verliert nicht nur die Geliebte, er verliert auch die Freunde aus dem Schönbergkreis und begeht Selbstmord. »13 Jahre später in Traunkirchen. Mathilde erkrankt im Urlaub und verlässt ihren Mann ein zweites Mal. Sie stirbt kurz darauf.«